einiger Zeit hatten wir uns die kleinen Schildkröten angeschaut von Schleich. Und da hatte ich versprochen, dass wir uns auch die Löwenmutter mit ihren beiden Babys anschaut. Ich hatte gedacht, das schaffen wir früher, haben wir aber nicht. Sie stehen schon einige Zeit hier und jetzt sind sie an der Reihe, gezeigt zu werden. Gehört zu den Schleichneuheiten für das zweite Halbjahr von 2020. Es ist die 42505. Und damit ohne weitere Worte auspacken. Damit haben wir die kleinen Tierchen hier schon mal ausgepackt und schauen sie uns an. Das Erste, was gleich auffällt, keines der Tiere hat ein Fähnchen. Also kann man davon ausgehen, dass alle keine Fähnchen haben. Das hatten wir bei den Schildkröten auch gehabt. Auch diese hatten keine Fähnchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so bleibt, dass die Tiere in diesen Verpackungen keine Fähnchen haben. Also wenn jemand jetzt sowas nachkauft, einzeln bekommt oder sowas, ist kein Fähnchen dran. Es ist natürlich kein Mangel. Weil original haben sie halt keine. Schauen wir uns als erstes mal die Mutter genauer an. Hier haben wir die Löwin. Weiß, in einem schönen Weiß. Sie ist also nicht ganz so hellweiß. Sie hat so einen ganz leichten rötlichen Creme-Touch. Zwei blaue Augen, Nase, bisschen rosa dran. Dann da, wo die Barthaare sind, ein paar dunkle Tupfen. In den Ohren selber so ein bisschen angegraut. Pfoten unterdrunter. Dunkelrosa und auch die Schwanzspitze ist dunkel. Drehen wir sie noch mal ein bisschen. Hier sieht man anscheinend relativ genau. Sehr ungewöhnlich für Schleich. Man sieht hier einen relativ starken Ansatz. Also gerade durch das Fell wird das normalerweise recht gut verdeckt, aber hier sieht man genau, dass die Form aus mehreren Teilen besteht. Hat man normalerweise, die haben normalerweise recht viel Fell, dass man diese Ansätze fast gar nicht sieht. Aber sonst eine sehr hübsche Löwin, ja, in guter Kondition, nicht zu dick und auch nicht zu dünn. Steht dort auch ganz gut, bewegt sich so ein bisschen, ist sehr nett. Dann haben wir hier das liegende Löwenbaby. Ich habe zuerst gedacht, das wäre das gleiche Löwenbaby, was sie schon mal hatten, aber ich hätte gedacht, die hatten beide Pfoten oben. Das müsste ich mir jetzt nochmal anschauen, aber ich hätte gedacht, das Löwenbaby, was vorher auf dem Rücken gelegen hätte, hätte beide Pfoten oben gehabt und nicht nur eine. Wenn das jemand weiß, direkt in die Kommentare rein. Pfote oben, Pfote unten. Ich werde es nachher nochmal nachschauen, werde es auch reinschreiben. Wir haben hier die Augen, die sind nicht ganz so schön bemalt wie bei der Mutter. Und auch die Nase ist ein bisschen, ja, sie ist zwar rosa, aber drumherum, also sieht so aus, als wenn da gerade was so Milchmäulchen. Es hat ein Milchmäulchen, würde ich dazu sagen. Weil die dunklen Punkte, wo normalerweise die Barthaare schon sind, sind hier nicht vorhanden. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder nur bei dem, den ich hier habe. Sonst die Färbung ist so wie bei der Mutter, nicht ganz strahlend weiß, so einen leichten beige-rot-Ton, was aber als solches ganz gut zu den weißen Löwen passt. Die Pfoten sind ein klein wenig, ja, komisch, weil hier drunten sieht man das. Hier ist es nicht bemalt, diese Ballen, da. Die sind weggelassen worden, vergessen worden, kann ich nicht sagen. Aber da es bei allen Tatzen so ist, die man sieht, schätze ich mal einfach, dass es weggelassen wurde. Dann schauen wir uns das zweite Löwenkind nochmal an. Ich meine, man soll ja irgendwas nicht nach dem Ausdruck bewerten. Aber es schaut nicht wirklich intelligent rein, oder? Was sagt ihr? Schaut es nach einem intelligenten Löwen aus? Nein. Ja, gut. Auch hier haben wir die in den Ohren ein bisschen dunkel, die Augen sehr weit aufgerissen. Hier haben wir das Maul ein bisschen sauberer bemalt als bei dem Kleinen, die rote Nase auch. Wir haben hier ganz leicht so die Stellen, wo entsprechend normalerweise die Barthaare rauskommen. Milchmaul, naja, kann man bei ihm nicht mehr so sagen, weil es ja doch schon definiert an den einzelnen Stellen ist. Farbe ist wie bei Mutter und Geschwister, dieses Off-White, würde ich mal sagen, so leicht beige-rötlich. Wir haben hier auch beide, als Gegensatz zur Mutter noch den normalen Schwanz. Dann drehen wir es um. Ah, und hier haben wir die Pfoten komplett bemalt. Also unten die Zehen und also auch hier den Ballen
ist dann pink gemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei dem, der da liegt, jetzt vergessen wurde. Das finde ich natürlich ein bisschen mehr schade, weil hier, da steht da drauf, das sieht man nicht. Aber gerade bei dem, wo jetzt die Pfötchen in der Luft sind, da sieht man es genau, dass da irgendwas fehlt. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob man das jetzt unbedingt als Riesenfehler macht oder ob da vielleicht irgendjemand mal hingeht und ein bisschen nachmalt. So ist es eine nette Familie. Man kann sie gut ins Regal stellen. Man kann sie auch gut für ein Display nutzen. Wobei ich die Mutter am schönsten finde. Die Kleinen sind so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man da einfach welche genommen hat, die man schon hatte und ein bisschen verändert hat und nicht ganz so sorgfältig verändert hat, würde ich fast sagen. Als wenn man das so ein bisschen gezogen hätte. Was ich schade finde, weil doch einige der Wildtiere von Schleich sehr, sehr hübsch sind. Man bedenke nur die kleinen Schildkröten, die wir gezeigt haben. Wer das noch nicht gesehen hat, ich werde das auch mal irgendwie oben in diesen Karten verlinken. Und dann kann man das ja mal vergleichen, mit wie viel Detailliebe die Schildkröte gemacht wurde und jetzt hier diese beiden Löwenbabys. Wie gesagt, Mutter gefällt mir hervorragend, bei den Kleinen bin ich da etwas skeptischer. Aber vielleicht seht ihr das anders, dann sagt mir das, schreibt mir das. Ich lese es immer sehr gerne und wenn es geht, kann ich natürlich auch noch was beantworten, wenn eine Frage dazu ist. Falls nicht, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, habt einen wunderschönen Tag und wie immer, Happy Collecting!